Kommst du alleine klar mit der Alten? Dürfte kein Problem sein. Für Karriere Frauen habe ich ein Händchen. Hallo, Alexandra Holt, Entschuldigung. Guten Abend. Tessa. Alex, wir haben uns ja ewig schon nicht mehr gesehen. Du bist doch nicht mehr sauer, oder? Sauer? Ach, weil du mir den Freund ausgespannt hast und mir die Assistentenstelle weggeschnappt hast. Nein, Quatsch. Ist doch längst vergessen. Na dann, viel Erfolg. Mach sie fertig. Klar, Alter. Ciao. Hey, beruhig dich! Dann kommst du jetzt mal runter, ja? Das nächste Mal bist du fällig. Lass mir von dem nicht meinen Job kaputt machen. Was machst du denn so? Ich hab eine Firma. Wellnessbranche. Work-Life-Balance für Frauen. Exklusiver Service für ein exklusives Klientel. Das klingt toll. Wir haben schon im zweiten Jahr einen Umsatzplus von 180%. Wir sind der Outperformer in der Branche. Und bei dir? Angestellt, in der Kanzlei. Läuft ganz gut. Also, sehr gut sogar. Ach, dann haben die dich bestimmt auch gefragt, ob du heute hier diesen Vortrag halten willst. Ach so, nee. Als Angestellte haben sie ja gar nicht auf dem Schirm. Naja, ich muss da mal. Wir sehen uns drin. Ja. Tschüss. Tschüss. Entschuldigung. Danke. Hallo. Hallo. Du bist immer noch nicht da, tut mir leid. Wie lange dauert das denn? Das Richtfest für das Ahnenring-Center ist bald. Und die Herren von der Stadtverwaltung freuen sich immer über was Historisches. In spätestens 2 Tagen können Sie es abholen, Herr Schönsee. Erwarten Sie halt noch Damenbesuch? Ich gehe essen. Wieso? Sie haben schon 2 Mal auf die Uhr geguckt. Und der Anzug, das Parfum, guter Duft übrigens. Damit kriege ich sie auch immer rum. Nein, Alex, ich kann keinen Absacker mit dir nehmen. Hier herrscht Ausnahmezustand. Ach komm, die Karrierefrauen haben mich total runtergezogen. Ich brauche jetzt jemand Entspanntes wie dich. Entspannt? Wir haben hier Revision und meine Kontrolleuse ist eine Hexe. War das privat? Naja. Dieser Vorgang hätte bis Dienstag fertig sein müssen. Ja, ich weiß. Aber das ist die gesamte Jahresaufstellung. Und da hatte ich schon um einen Aufschub Herr Thalkötter, ist Ihnen eigentlich bewusst, dass mit jedem Tag, den Sie hier vertrödeln, der Solidargemeinschaft Bundesrepublik Deutschland wertvolle Mittel vorenthalten bleiben? Sie haben bis morgen früh. Auf dich. Auf dich. Weißt du, eigentlich finde ich es schade, dass wir es noch nie miteinander probiert haben. Aha. Passen doch eigentlich ganz gut zusammen. Wir haben viele gemeinsame Interessen. Andererseits ergänzen wir uns. Ist auch eine ideale Kombination. Außerdem kennen wir uns so lange. Gibt es keine Überraschungen mehr? Auch keine bösen? Stell dir mal vor, wir würden alle unsere Abende zusammen verbringen. Und was würden wir dann machen an all unseren gemeinsamen Abenden? Ja, ich könnte für dich kochen, wenn du abends aus dem Büro kommst. Hm. Dann würden wir eine Flasche Wein aufmachen, dann zusammen ins Bett gehen. Ja, ich muss leider gehen, Georg. Es tut mir leid. Es war ein so netter Abend. Aber herzlichen Dank für deine Einladung. Gerne doch. Wilsberg. Georg,
Hallo, Anna. Hättest du doch früher überlegen können. Bitte, nimm dir ein Zimmer im Hotel Bristol im 2. Stock. Das ist wichtig. Hörst du? Ist denn so eilig? Bitte. Komm schnell. Hallo, Anna. Hast du das noch mal überlegt? Ist er tot? Was ist denn hier los? Ich war nur kurz duschen. Es hat Musik gespielt. Das Rauschen vom Wasser. Ich habe absolut nichts gehört. Na, jetzt mal der Reihe nach. Wer ist das? Warum duschst du in seinem Zimmer? Und warum zum Teufel ist er nackt? Der junge Mann ist ein Callboy. Woher willst du das denn wissen? Du hast? Für Geld? Im Hotel? Du gehst mit mir romantisch essen und bestellst dir zum Dessert einen Gigolo? Bitte, Georg, ich möchte jetzt nicht mit dir mein Freizeitverhalten diskutieren. Warum hast du ihn umgebracht? Ich hab ihn doch nicht umgebracht, bist du wahnsinnig? Aber der Verdacht fällt auf mich und es gibt einen Riesenskandal. Und jetzt erwartest du von mir, dass ich dir helfe? Bitte, um Gottes Willen, ich habe jetzt keinen Sinn für kritische Untertöne. Ich habe dann das Zimmer für uns gebucht und als wir durch den Flur gegangen sind... Stopp. Wieso buchen Sie zusammen ein Zimmer mit Kommissarin Springer? Na Herrgott, wir hatten was miteinander zu besprechen. Mitten in der Nacht? Im Hotel? Wollen Sie jetzt mal eine Aussage aufnehmen oder wollen Sie indiskret werden? Jedenfalls stand die Zimmertür offen, wir haben hineingesehen und den Toten entdeckt. War's das? Oder brauchen Sie mich noch? Herr Kriminalrat? Es gibt da was, das Sie interessieren dürfte. Ganz wichtige Erkenntnisse. Frau Springer war offensichtlich mit Wilsberg zusammen in einem Zimmer. Guten Morgen, Herr Kriminalrat. Zu früh schon am Tatort? Frau Springer, Sie können unmöglich in diesem Falle selbst ermitteln. Erstens sind Sie eine Zeugin und zweitens möchte ich nicht, dass Ihr Treffen mit Herrn Wilsberg an die Öffentlichkeit gerät. Ich bitte Sie, das ist aber ziemlich albern. Kollege Oberbeck übernimmt den Fall. Der hat schon lange eine Chance verdient. Ja, aber Sie kümmern sich um den kriminalstatistischen Bericht. Auf den warte ich sowieso schon seit Tagen. Aus dieser Sache hier halten Sie sich raus. Sie leiten die Ermittlungen, Herr Oberbeck. Ich werde Sie sicher nicht enttäuschen, Herr Kriminalrat. Wo waren wir? Georg. Wilsberg. Gleich. Ist schon klar, dass alle deine Kollegen jetzt glauben, wir hätten Affäre. Ja. Halb so peinlich, wie wenn sie die Wahrheit wüssten. Na, das nenne ich jetzt mal ein Kompliment. Aber Oberbeck, der ist ja diskret. Darauf kann man sich verlassen. Horst, du wirst es nicht glauben, was ich gerade für einen Hammer gehört habe. Die Springer treibt's mit Wilsberg. Komm, erzähl doch nichts. Das war? Mann, Ometer, der alte Sack. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Ganz sicher, es wird nicht lange dauern, bis Overbeck herausfindet, warum Adam... Adam? Warum der da war. Du musst schneller sein als er. Heißt das, du willst mich engagieren? Wir arbeiten zusammen, okay? Wir haben Vorsprung. Noch weiß Overbeck nicht, womit der Tote sein Geld verdient hat. Und dass er Peter Hübner heißt, BWL-Student. Wo ist den Knaben überhaupt her? Er hat in einer Zeitung inseriert unter dem Namen Adam über eine Agentur, die heißt Dream Boys. Vielleicht könntest du das... Ah,
Uwe Beckner, was haben Sie erfahren? Also ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das jetzt sagen darf. Naja, das Zimmer wurde von einer gewissen Alice gebucht. Nachname und Adresse der Frau sind falsch. Die trifft sich hier anonym mit so einem Muskelprotz. Die haben nicht nur Halma gespielt, so viel ist sicher. Diese Alice ist der Schlüssel. Ich werde sie finden. Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, Overbeck, man gerät manchmal in eine Sackgasse, wenn man nur in eine Richtung ermittelt. Bei allem Respekt, Chef. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Ich bin nicht Ihr Laufbursche. Du hast wirklich jede Hilfe nötig. Alice. Haben Sie mir eigentlich zugehört, Herr Thalkötter? Ja, natürlich. Deshalb habe ich ja die ganze Nacht... Wir arbeiten hier für das Allgemeinwohl. Jeder Ihrer Fehler kann bedeuten, dass ein Krankenhaus, eine Bibliothek oder ein Kindergarten weniger gebaut wird. Habe ich was falsch gemacht? Sie haben die Umsatzsteuervorauszahlung nicht mit dem progressiven Hebesatz für subventionsabzugsfähige Körperschaften verrechnet. Ja, aber der Betrag, das ist ein Unterschied von 2,46 Euro. Das ist eher ein Pausenbrot und kein Kindergarten. Und ab wann, Herr Thalkötter, wird es Ihrer Meinung nach relevant? 10 Euro? 1.000 Euro? 10.000 Euro? In einer Dienststelle, die ich überprüfe, gibt es nur einen Fehlbetrag, den ich akzeptiere. 0,0 Euro. Verstanden? Ich werde mit Ihrem Vorgesetzten sprechen und Sie gehen das alles noch einmal durch. Aber... Welchen Teil von alles noch einmal haben Sie nicht verstanden? Alles klar. 20 Uhr Pension Reiterhof. Romeo freut sich auf Sie. Murat, hast du gehört? 20 Uhr für 2 Stunden. Okay, danke. Kann ich Ihnen helfen? Ach, Entschuldigung, die Tür war offen. Ist bei Ihnen eingebrochen worden? Was wollen Sie? Ja, was kann man schon wollen in einer Agentur namens Dream Boys? Ach, gehören Sie zu den jungen Herren, die in der Zeitung angeboten werden? Entschuldigung, woher haben Sie unsere Adresse? Wir inserieren nur mit Telefonnummer. Ja, ich dachte, ich schaue mich mal um. Man kauft ja nicht gerne Katze im Sack. Aber was ich sehe, gefällt mir. Ach, sind Sie das? Wer denn sonst? Schön. Hey. Ja? Du vertust dich, Mann. Wieso? Wir machen nur Frauen. Ach, schade. Was ist mit den anderen Kollegen? Das Angebot unserer Agentur ist auf eine ausschließlich weibliche Zielgruppe zugeschnitten. Ah, aber Geld ist doch Geld. Tut mir leid, ich muss Sie leider bitten zu gehen. Ja. Das suchst du mal im Internet, da findest du bestimmt den richtigen. Ja, danke. Oh, Entschuldigung, das tut mir aber leid. Danke, also, ich mach das schon. Ist mir jetzt ganz peinlich, weil so viel Testosteron im Raum, da wird mir immer ganz wuschig. Ja, ist gut. Ja, Wiederschauen. Ich verstehe nicht, warum alle Welt dieser blöden Kuh zu Füßen liegt. Die hat ihr Studium nur geschafft, weil alle Profs sie angrapschen durften. Und jetzt hält sie Vorträge auf dem Netzwerkabend, als wenn sie da die Wichtigste gewesen wäre. Bei der war ich gerade. Wie, du warst bei Tessa? Wieso das denn? Ist die Agentin des toten Callboys. Was? Tessa, Agentin von Liebesdiener aus meinem Fall. Work-Life-Balance für Frauen. Dieses dumme Biest. Na, warte. Wieso ermittelst denn du den toten Callboy? Das ist doch Sache der Polizei. Ich war bei Anna im Hotel. Also ich war mit Anna im Hotel. Im Hotel? Du und Anna? Wie habe ich das jetzt zu verstehen? Ja, Anna hat ihn da gefunden. Was macht ihr denn zusammen im Hotel? Da war eine Leiche, Alex. Ja, das kann ja sein, aber ihr wart ja nicht da, um eine Leiche zu finden. Wir waren zusammen im Hotel, ist das ein Problem? Tag, Leute.
Oh Mann, ich brauche erst mal einen Schnaps. Die neue Revisorin macht mich völlig fertig. Jetzt setz dich erst mal. Du solltest dir mal eine Auszeit von deiner Behörde nehmen. Die wissen doch gar nicht, was sie an dir haben. Was ist mit dir los? Brauchst du mein Auto? Ich will nur, dass es dir gut geht. Ich habe zum Beispiel eine spannende Aufgabe für dich. Peter ist tot? Er ist erschlagen worden. Was, erschlagen? Wieso? Ja, das wüsste ich auch gerne. Ein Kommissar Overbeck war hier und hat mir echt unangenehme Fragen gestellt. Es geht um den Mord an einem Callboy. Den er mit Anna im Hotel gefunden hat. Im Hotel? Du und Anna? Alex, wolltest du nicht los? Ja, stimmt. Damit ist die Sache noch nicht vom Tisch. Tschüss, Jackie. Tschüss. Du warst mit Anna im Hotel? Können wir über deine Aufgabe reden? Ja, Aufgabe. Ich würde lieber gern mehr über dich und Anna hören. Wir haben zusammen ein billiges Zimmer genommen, dann haben wir die chinesische Schlittenfahrt rauf und runter gemacht. In alle Himmelsrichtungen. Zufrieden? Du verarschst mich. Ich bräuchte jemanden, der sich in der Callboy-Szene umhört. Jetzt mach aber mal einen Punkt. Warum machst denn du das nicht selber? Mit mir reden die ja nicht. Aber unter Kollegen, da tauscht man sich ja wohl aus. In der Agentur Dreamboys ist jetzt eine Stelle frei. Du kannst dich da doch mal vorstellen. Als Callboy? Ja. Sag mal, hast du sie noch alle? Wieso? Die machen nur Frauen. Ach, da habe ich ja Glück. Das ist mir egal. Ich dachte nur, weil du immer so rumjammerst, dass in der Behörde nichts los ist, dass du gern mal was erleben willst. Naja. Wahrscheinlich hast du recht, ist eine blöde Idee. Als Callboy müsste man ja auch überdurchschnittlich attraktiv und charmant sein. Wie meinst du das jetzt? Jedenfalls musst du morgen Peters Schicht übernehmen. Was, andere Sorgen hast du nicht? Ach komm, jetzt tu doch nicht so, als wären die beiden beste Freunde gewesen. Ich kann nicht, vergiss es. Ich habe kein Personal mehr. Auf gar keinen Fall. Tina muss morgen zum Ultraschall, da muss ich hin. Schatz? Mit wem telefonierst du da? Mit meinem Büro. Was, so spät? Ich bin gleich bei dir, ja? Du hast das gehört, ich kann nicht. Mich nie wieder zu Hause an. Hier organisierst du also Work-Life-Balance für Frauen. Ja, merkt man sofort. Angenehme Arbeitsumgebung, flache Hierarchien, hohe Identifikation der Angestellten mit den Unternehmenszielen. Vielleicht kann ich ja mal ein Praktikum bei dir machen. Ich bin mir nicht sicher, ob das passt. Du meinst, ich bin also nicht geeignet fürs Prostitutionsgeschäft. Hast du denn damit irgendein Problem? Nein, ich nicht. Aber vielleicht die Zeitung und das Gründerinnennetzwerk. Oder hast du denen etwa erzählt, dass du Sexarbeiter vermittelst? Ich weiß ja nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, aber wir befinden uns im 21. Jahrhundert. Und was ich mache, ist vollkommen legal. Wenn es so legal ist, warum laberst du die ganze Zeit von Marketing und Outperformance? Wird das jetzt die Rache der kleinen Anwältin? Warum stellst du dich nicht einfach vors Rednerpult und sagst, ich verdiele junge Bumsbubis an notgeile Ladies? Ach, Alex. Du hast es ja immer noch nicht verwunden, dass ich dir damals die Assistentinnenstelle weggeschnappt habe. Du hast den Prof gevögelt, um diese Stelle zu kriegen. Ja, genau. Und jetzt bin ich eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Du bist Zuhälterin. Ach komm, jetzt mach dich doch mal locker. Ich kann dir gerne mal einen von meinen Dienstleistern zur Verfügung stellen. Ich habe das Gefühl, das könnte dir ganz gut tun. Schönen Dank. Ich kann mich gerade noch beherrschen. Kriegst auch Rabatt? Anna, ich verstehe es einfach nicht. Du bist doch eine attraktive Frau, du musst doch niemand bezahlen. Herrgott, ich wollte es eben einfach mal ausprobieren. Mit einem Profi, nur einmal. Was ist denn gegen Amateure einzuwenden? Ach, Georg, ich funktioniere jeden Tag. Ich habe mich ständig unter Kontrolle, selbst in den schwierigsten Situationen. Weißt du, was das für einen Druck aufbaut? Druck. Keine Zeit für Beziehungen. Keine Lust auf schlechten Sex und Frühstück machen. Ich bin ja nicht spießig, aber... Georg, wenn du zu einer Nutte gehst, dann ist das ganz normal. Ferkel! Was spricht eigentlich dagegen, dass ich mir einen schönen Abend machen wollte? Ist ja nicht einmal dazu gekommen. Hier ist eine Liste sämtlicher Frauen, die Adams Dienst in Anspruch genommen haben. Overbeck hat die Familie des Toten interviewt. Der soll angeblich vor ein paar Monaten zusammengeschlagen worden sein. Und den Täter hat man nicht ermittelt. Chef,
ich habe mich um einstelligen Eurobetrag verrechnet. Die hat sie doch nicht alle. Die Meyerhofer soll ein Verhältnis mit einem ganz hohen Tier im Finanzministerium haben. Sonst wäre die ja gar nicht in so eine Position gekommen. Und jetzt spielt die ihre Macht aus, wo sie nur kann. Können Sie mich nicht irgendwie vor der schützen? Natürlich. Ich regel das für Sie. Keine Sorge. Herr Grabowski, noch mal wegen der Akte 819. Ha! Wenn man vom Teufel spricht. Frau Meyerhofer, Herr Thalkötter war ein wenig verärgert wegen Ihrer Korrektur der Umsatzsteuerverrechnung. Sie sind also verärgert? Nein, ich plädiere für eine vernünftige... Ach, und jetzt sind Sie ja auch noch die Stimme der Vernunft, ja? Ich habe Herrn Thalkötter schon gesagt, dass ich ganz Ihrer Meinung bin. Es muss auch im Kleinen stimmen. Wir sind eine Behörde. Die Menschen verlassen sich auf uns. Das muss alles transparent sein, Thalkötter. Das muss ich Ihnen noch nicht erklären. Dieser Adam hatte ja ziemlich viele Kundinnen. Anscheinend war er auch ziemlich begabt. Wie kannst du unmöglich alle abklappern? Ist ja nett von dir, dass du meine Arbeitskraft schonen willst. Also konzentrieren wir uns zuerst auf die Verheirateten. Eifersüchtiger Ehemann, meinst du? Warum denn nicht? Vielleicht der ihn zusammengeschlagen hat. Er bricht in die Agentur ein, studiert Adams Dienstplan, passt ihn bei seinem nächsten Termin ab und bam, haut er ihn um. Aber die meisten sind alleinstehend, verwitwet, geschieden, verheiratet. Da, guck selber, sind nur die zwei. Tina Auer, Christiane Schönsee. Schönsee. Hast du denn irgendwelche Kompetenzen? Striptease, Tantra, Rollenspiele, Konversation, OVKS, SM, aktiv-passiv? Also Konversation kann ich. Mhm. Und UST. Umsatzsteuer. Nee. Ultimativer Swingersex. Tabulos. Na, das ist ja schon mal was. Jetzt massier mich. Wie bitte? Naja, massieren. Also, wenn du das nicht drauf hast, dann kannst du gleich wieder nach Hause gehen. Und wo? Esther. Also, warum glaubst du, bist du der Richtige für den Job? Naja, vor allem bin ich motiviert. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Und persönliche Stärken und Schwächen? Ja, Stärken, da würde ich sagen, dass ich eher der gewissenhafte Typ bin. Aber auch einer, der zupacken kann. Zielgerichtet. Schwächen... Also gut, danke. Du hast eine ganz schöne Stimme. Da wird manche Kundin schon in der Hotline feucht. Aber dein Style geht gar nicht. Da müssen wir dran arbeiten. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up, get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up. Das passt zu dir. Harmlos, latent, vertrottelt, aber ganz süß. Na, du bist eben der Kuscheltyp. Das heißt, ich hab den Job? Als erstes brauchst du einen Künstlernamen. Für einen Klaus Jürgen oder für einen Heinz zahlt keine Kundin gerne Geld. Den hat sie im Zweifelsfall auch zu Hause. Wie wär's mit Sydney? Ja, klingt nach Freiheit und Exotik. Aber nicht zu frei und auch nicht zu exotisch. Finde ich gut. Um die Anzeigen kümmerst du dich selbst, aber abgerechnet wird nur bei mich. Und eins ist ja klar. Hier, ja, da muss eine Menge passieren. Unsere Kundinnen wollen knackige Körper. Ich melde dich gleich mal im Fitnessstudio an. Dann kannst du auch die Kollegen kennenlernen. Sydney. Es gibt eine erste Spur im Callboy-Mord. Was für ein Callboy? Na, der tote Peter Hübner, den Sie gefunden haben. Er hat Liebesdienste gegen Geld angeboten. Wussten Sie das nicht? Woher denn? Tja, Ihr Fall. Dieses Hotel ist übrigens ein echter Schnackselschuppen. Da trifft man sich gerne mal mit seinem Liebhaber.
wenn Sie verstehen, was ich meine. Es ist stark anzunehmen, dass diese Alice die Kundin des Toten war. Ich schätze, es gab Streit. Vielleicht wegen der Bezahlung. Und dann hat Alice ihn mit der Champagnerflasche erschlagen. Das deutet auf Temperament und Leidenschaft hin. Was für eine Frau. Eine interessante Biografie, jede Wette. Andererseits, sie hat sich einen Mann gekauft. Das heißt, vermutlich ist sie alleinstehend und höchstgradig frustriert. Privat am Ende. Beruflich in einer Sackgasse. Ich denke, wir suchen eine Frau, die Mitte 40 klar überschritten hat. Ich würde sogar sagen, deutlich jenseits der Menopause. Ist sie ja über 60. Ja, vielleicht. Ja, aber also, Overbeck, bei aller Liebe, ich finde, Statistiken zeigen, das gängige Täterprofil bei einem derartigen Gewaltverbrechen deutet eindeutig eigentlich auf einen männlichen Täter hin. Das könnte man denken. Aber ich war in der Agentur und habe herausgefunden, dass Alice vor 2 Wochen schon einmal einen Callboy bestellt hat. Sie hat von nicht registrierten Telefonen aus angerufen, als einzige Kundin in bar bezahlt und auch sonst alles getan, um ihre Spuren zu verwischen. Diese Frau hat eine grenzenlose kriminelle Energie. Naja, aber vielleicht wollte sie auch nur diskret sein. Sehen Sie mal, gemeinhin stößt man ja in seiner Umgebung nicht auf sehr viel Verständnis, wenn man... Aber sie hat einen Fehler gemacht. In dem Hotel, in dem sie zum ersten Mal war, gibt es Überwachungskameras auf den Fluren. Und wenn wir erst ein Bild von Alice haben, dann finden wir sie. Overbeck! Zu dumm, das hätte ich fast vergessen. Kriminalrat Landau möchte gerne über Ihre Ermittlungen informiert werden. Schien mir so, als wäre sehr, sehr angetan von Ihrer Arbeit. Ich kriege Sie. Jede Wette. Ja? Mein Name ist Wilsberg. Können wir ungestört miteinander reden? Worum geht es denn? Work-Life-Balance für die Frau. Muss ich deutlicher werden? Sind Sie Privatdetektiv? Ja. Hat mein Mann Sie beauftragt? Hören Sie, ich zahle Ihnen mehr als er. Ich zahle Ihnen das Doppelte. Glauben Sie, Ihr Mann ist so eifersüchtig, dass er einen Privatdetektiv beauftragt? Hat er nicht? Bitte. Er darf auf gar keinen Fall was davon erfahren. Sie wissen, dass der Callboy, den Sie gemietet haben, tot ist? Ja, ich habe davon gehört. Und wie oft haben Sie diese Kopfschmerzen? Immer, wenn ich zu viel nachdenke. Ja, da empfehle ich Ihnen das hier. Nehmen Sie doch gleich mal die Probepackung. Danke. Kommissarin Springer, hiermit konfisziere ich alle Überwachungsbänder vom 7. Juni. Ich ermittle in einem Mordfall. Laut § 21 Absatz 3 sind Sie zur Zusammenarbeit verpflichtet. Wenn Sie die Bänder nicht rausrücken, dann kriege ich Sie dran wegen Behinderung polizeilicher Ermittlungen und Zurückhalten von Beweismaterial. Ist das klar? Sie hätten einfach nur Bitte sagen müssen. Und dann die ganze Nacht? Was ist denn los? Hi, ich bin Sydney. Also Ecki. Murat. Ich bin Ingo. Ja, ich bin neu im Geschäft. Ich kann ein paar Tipps von Profis gebrauchen. Ist eigentlich ganz einfach, Frauen glücklich zu machen. Mach einfach immer das Gegenteil von dem, was du eigentlich tun würdest. Ne? Ja, und was heißt das konkret? Tu so, als würdest du dich für sie interessieren. Ihre Frisur, Schuhe, Klamotten, Probleme.
Zuhören und Komplimente machen. Gibt der Lady einfach das Gefühl, als wäre sie die interessanteste Frau der Welt. Ja, und wenn es dann physisch wird? Dann lass sie bestimmen, was passiert. Und bloß keine Eile. Sei einfach so einfühlsam, wie du nur kannst. Wenn es dann mal so richtig zur Sache geht, dann musst du in Topform sein. Also, dann an die Maschine. Ja? Tag. Ach, Sie sind das. Das Antiquariat in der Innenstadt. Haben Sie mein Buch? Morgen. Ich wollte eigentlich Ihre Frau sprechen. Wissen Sie, ich liebe Ihren Laden. Dieser Geruch von alten Büchern, dieses verstaubte Ambiente, diese Atmosphäre von Weltfremdheit und Existenzminimum, das ist herrlich. Ja. Sie haben es ja auch ganz schön. Ach, da haben Sie schon mal Ihr Shoppingparadies modelliert. Shoppingparadies? Also mal, das sind Designerläden und Boutiquen im obersten Preissegment, aber ganz oben. Was wollen Sie eigentlich von meiner Frau? Das würde ich hier gern selber sagen. Schatz? Schatz! Das ist der Herr Wilsberg. Du weißt schon, von meinem Lieblingsbuchladen, der so muffig riecht. Also der Laden, meine ich. Er macht ein großes Geheimnis um den Grund seines Besuches. Wie kann ich helfen? Um ehrlich zu sein, würde ich es vorziehen, alleine mit Ihnen zu sprechen. Ich arbeite da an... Es handelt sich um eine Angelegenheit, die nicht um... Sagen Sie nicht, meine Frau ist beim Clown erwischt worden. Mein Mann und ich haben keine Geheimnisse voneinander. Ja, es ist eher ein etwas delikates Problem. Wollen Sie damit vielleicht andeuten, meine Frau geht fremd? Wollen wir nicht doch lieber unter vier Augen? Es handelt sich um eine Agentur, deren Kundin Sie sind. Ja. Es geht um die Dream Boys. Stimmt's? Ja. Ich weiß doch, dass meine Frau ab und zu mal einen jungen Mann genießt. Es sei ihr gegönnt. Es hält sie bei Lust und Laune. Ja, unsere Abmachung beruht natürlich auf Gegenseitigkeit. Robert... hat schließlich auch seine Bedürfnisse. Hm? Es geht um diesen toten Jungen. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Ne? Ja, ich kannte ihn. Aber ich kann Ihnen da auch nicht helfen. Wir hatten eine rein geschäftsmäßige Beziehung. Also, wenn man das so sagen kann. Ja. Alter, in deiner Situation brauchst du dringend einen Plan B. Oder willst du dem Kleinen später mal erzählen, dass Papa anschaffen will? Mach du dir mal nicht meinen Kopf, ja? Erstmal treffen wir uns heute Abend im Hafen. Du willst es wirklich weiter durchziehen? Wisst ihr, was mich die ganze Zeit beschäftigt? Wenn man, also wenn man jetzt mal wirklich nicht kann, was macht man dann als professioneller Callboy? Dann würde ich es mal mit autogenem Training versuchen, was? Ich sag's mal so, der Punkt macht den Meister. Thank you.
Frau Springer. Sind das die Bänder aus dem Hotel? Ja. Wieso sind die schon hier? Ja, ich dachte, ich soll sie für Sie holen. Ich meine, warum haben Sie mir sonst davon erzählt? Schauen Sie, Overbeck. Sie haben sich doch immer beschwert, Sie seien mein Laufbursche. Dann bin ich halt mal Ihrer. Kriminalrat Landau wollte auch nicht mit mir sprechen. Echt nicht? Mensch, scheine ich ja heute alles misszuverstehen. Ich würde jetzt gerne die Bänder sehen. Ich habe sie alle durchgesehen. Da ist nix, keine lange, öde Hotelflure. Schauen Sie, weit und breit keine Spur einer mysteriösen Alice oder von irgendeinem Callboy. Laut Aussage der Agentur hat sie den Callboy um 22 Uhr bestellt. Haben Sie diesen Zeitraum überprüft? Mhm. Ich habe alles überprüft, da können Sie sicher sein. Mein lieber Overbeck, ich bin ziemlich sicher, dass Ihre Alice eine Blindspur ist. Haben Sie sich eigentlich mal im privaten Umfeld des Toten umgeguckt? Mit Verlaub, aber ich leite diese Ermittlung. Und ich würde erst gerne die Identität von Alice klären. Ja, klar, bitte. Wie Sie meinen. Wie Sie meinen. Ich hole mir jetzt einen Kaffee. Wollen Sie auch einen? Danke, nein. Schön, sie hat eine ganz entspannte Abmachung mit seiner Frau. Als eifersüchtiger Totschläger kommt eher der Apotheker Auer in Frage. Ja, oder die Callboys. Die wollen sich heute Nacht ganz konspirativ am Hafen treffen. Wie? Was wollen die denn da? Keine Ahnung. Wie wär's mal mit, gut gemacht, Ecki, du bist der weltbeste Undercover-Callboy. Du bist was? Die haben dich da genommen? Ja, klar. Ich bin Sidney, der Kuscheltyp. Für 300 hast du mich die ganze Nacht. Tja, jeder tut hier, was er kann. Wir müssen da unbedingt hin. Wir? Das kannst du vergessen. Wenn meine Kollegen mich erkennen, machen die mich völlig fertig. Ja, dann komm ich mit. Wie, jetzt sag nicht, du willst sie auch noch kennenlernen. Ich vermute eher, sie will ihre alten Freundin Tessa eins auswischen. Und wenn? Sehen wir uns heute Nacht am Hafen. Tschüss, Sidney. Sie etwa an meinen Sachen? Erstens sind das nicht Ihre Sachen, sondern Beweismittel. Und zweitens sind auf den Bändern anderthalb Minuten gelöscht. Ist Ihnen das nicht aufgefallen? Und wenn Sie 100-mal die Ermittlungen leiten, mein Schreibtisch ist für Sie tabu! Ist Ihnen eigentlich klar, dass es hier um weit mehr geht als um Ihren Schreibtisch? Glauben Sie, mir fällt nicht auf, wie Sie versuchen, mich von Alice abzulenken? Und ich frage mich langsam, warum. Meinst du, Sie sind wirklich schwul? Ich hab mich ja bemüht, aber da lief nichts. Außerdem wissen die, was Frauen wollen. Entschuldige, aber es wissen die Schwulen doch meist viel besser. Ja, bei Promi-Klatsch und bei Gardinenfarben sicher, aber im Bett? Komm. Ich weiß nicht.
Die Apothekerin. Overbeck, ich bin von der Kriminalpolizei. Heute Nachmittag war eine Kollegin von mir hier. Winderbender, ich weiß. Das ist eine Mordermittlung und nach § 21 Absatz 3 bin ich zur Zusammenarbeit verpflichtet. Sonst bin ich dran wegen Behinderung polizeilicher Ermittlungsarbeit und Zurückhalten von Beweismaterialien. Aber ich habe ihr alle gegeben, das schwöre ich Ihnen. Ah, okay, okay. Ich wollte Sie nur um Ihre Mithilfe bitten. Sagen Sie mal, meine Kollegin, hat die sich irgendwie merkwürdig verhalten? Ja, sie war ganz schön unter Strom. Aber das ist bestimmt der Beruf, der Stress. Ich meine, wem sage ich das? Auf den Bändern fehlen 2 Minuten. Kann das ein technischer Defekt sein? Nein, das ist völlig unmöglich. Na dann, vielen Dank. Aber Sie können sich gerne selbst davon überzeugen. Wir haben Sicherheitskopien von allen Bändern auf Festplatte. Ach, das ist ja interessant. Ja. Eine schwangere Frau und geht anschaffen. Vielleicht kommt sie ja in die Haushaltskasse. Ja, dann ist natürlich völlig okay. Wartest hier und passt auf. Miteinander noch gar nichts zu tun. Glauben Sie, ich bin bescheuert und habe nicht gemerkt, wie Sie sich in der Apotheke angeguckt haben. Und dann war Bettina auch noch einen ganzen Abend weg. Und dann hat sie die Wut gepackt, wie bei Peter Hübner. Hä? Adam, klingelt es da nicht bei Ihnen? Gleich klingelt es bei Ihnen noch mal. Oh! Zufrieden? Who the fuck is Alice? Moment mal, zurück. Ecki! Pass auf, ich muss dich warnen von den Dreamboys. Ich kann mir schon vorstellen, dass meine Kollegen nicht vom Ponyhof sind. Ist ja sehr bezeichnend, dass du sie schon Kollegen nennst.
Wie war noch mal dein Kampfname? Wenn du meine Undercover-Tätigkeit meinst. Ich bin Sydney, der Kuscheltyp. Und ja, ich habe mir das selbst ausgedacht. Wie ist es denn so in der High-Performance-Branche? Mach dich ruhig lustig. Aber ich sag dir eins, die haben mich mit Kusshand in die Agentur aufgenommen. Die ist ja dann vermutlich Tessa. Was hast denn du für ein Problem mit der? Ich finde die klasse. Ist nicht so eine verhuschte Mutti. Die hat was drauf. Sieht gut aus und ist vor allem kompetent. Kompetent, Eggie. Die hat ihn den Kopf vernebelt, so wie allen anderen Typen auch. Auch wenn es dir nicht passt. Sie weiß auf jeden Fall genau, wer ankommt. Ja, klar. Qualitätsmanagement im Personalbereich schreibt sie auch ganz fett auf die Fahne. Wie war das nochmal mit deiner Einstellung? Warst du im Assessment Center oder muss es den bloß vorzeigen? Nein, ich muss sie nicht vorzeigen. Tessa hat mich eben erkannt und hilft mir, mein Potenzial voll auszuschöpfen. Welches Potenzial genau jetzt bitte? Na, mein Potenzial für... Ach, wenn du das nicht verstehst, ich muss jetzt arbeiten. Ecki! Ecki! Wenn es hart auf hart kommt, ich meine, wenn sich tatsächlich höheres und gehobenes Wellness-Damen-Klientel für deine Dienste interessiert, würdest du dann wirklich über losgehen? Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass dieser Platz für Sie tabu ist? Wissen Sie, ich war ja schon von Anfang an davon überzeugt, dass diese Alice eine ganz besondere Frau ist. Eine impulsive, leidenschaftliche Frau, die sich zu etwas hat hinreißen lassen, was sie möglicherweise bereut. Finden Sie nicht, Overbeck, dass diese Alice langsam obsessive Züge bei Ihnen annimmt? Ich will Ihnen nur eine Chance geben. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Sie sind Alice. Das soll ich sein, ja? Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Sagen Sie mal, sind alle dunkelhaarigen Frauen mir ähnlich oder wie? Sagen Sie mir einfach, was wirklich passiert ist. Ich bin doch auf Ihrer Seite. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Die Frau da, das bin ich nicht. Ich bin das nicht. Das bin ich nicht. Kopfschmerztabletten haben nicht geholfen. Nein? Jetzt leide ich auch noch an Schlafstörungen. Da gehe ich gern spazieren, nachts am Hafen. Sehe eigenartige Dinge. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Jetzt hören Sie mal auf. Erst tauschen Sie nachts Pakete mit den Callboys und dann kommt Ihr Mann und tritt mir in die Eier. Was ist denn da los? Mein Mann war bei Ihnen? Um Gottes Willen, dann sollten Sie gehen, bevor er zurückkommt. Erst wenn Sie meine Fragen beantworten. Er ist gleich wieder da. Wusste Ihr Mann von dem Callboy? Nein, nein. Na und Sie, was war denn das für eine Aktion gestern Nacht? Am Anfang wollte ich lediglich hin und wieder einen Mann, ohne gleich eine Affäre am Hals zu haben. Sowas wird früher oder später nur kompliziert. Da haben Sie für Sex bezahlt. Aber dann haben die damit gedroht, alles meinem Mann zu sagen. Die? Wissen Sie, nach der langen Durststrecke war ich ziemlich... Naja, ich habe mit drei verschiedenen... Ich konnte ja nicht wissen, dass die sich alle kennen. Und seitdem zwingen die mich, ihnen illegalen Potenzmittel zu verschaffen. Erektil. Ach, das war in dem Päckchen. So eine ziemliche Menge für einen Eigenbedarf, oder? Auf dem Schwarzmarkt kann man damit sehr viel Geld machen. Aber Sie sollten jetzt wirklich... Sind die immer zu dritt aufgetreten? Nein. Also der jetzt tot ist, der war irgendwann nicht mehr dabei. Also den habe ich bestimmt seit 3 Monaten nicht mehr gesehen. Bitte, es ist besser für uns beide, wenn Sie jetzt gehen. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Ich sehe das nun oder nicht. Da kann er keine Sau was erkennen. Wenn ja, leugnet sie das entschieden. Was soll ich denn jetzt machen? Schwieriges Gelände. Aber wenn da was ist, müssen Sie der Sache nachgehen. Gerade wenn sich der Verdacht gegen Kollegen richtet, muss man konsequent sein. Konsequenter als in jedem anderen Fall. Wir arbeiten seit Jahren zusammen. Trauen Sie ihr das wirklich zu? Als guter Ermittler traue ich erstmal jedem alles zu. Finden Sie Beweise, klären Sie das auf, Oberbeck. Wenn das jemand schafft, dann Sie. Ich soll wirklich gegen Frau Springer ermitteln? Sehen Sie das doch mal aus einem anderen Blickwinkel. Wo wollen Sie denn in 5 Jahren stehen? Also. Gut. Ran an die Arbeit. Glauben Sie, das war eine gute Idee, Chef? Ich will den testen. Mal sehen, wie weit er geht. Ob der wirklich keine Beißhemmung hat. Wollen Sie das wirklich wissen? Sie meinen. Ja, war vielleicht doch keine so gute Idee. Naja. Zuerst hat Bettina Auer, also die Apothekerin, es mit 3 Callboys zu tun. Dann, vor 3 Monaten, wird Peter Hübner zusammengeschlagen. Und seitdem ist er nicht mehr dabei. Vielleicht haben die 30 ja wegen den Deals zerstritten. Und dann hat ihn einer oder beide gemeinsam zusammengeschlagen. Aber er hat keine Ruhe gegeben und 3 Monate später haben sie ihn ermordet. Hallo? Hallo, Alex. Anna. Ich brauche eine Anwältin. Overbeck hat mich verhaftet. Verhaftet? Was? Wieso das denn? Amtsmissbrauch, Verschleierung einer Straftat. Und Mord. Overbeck hier. Im Mordfall Hübner habt ihr doch Haare am Tatort gefunden. Ich brauche einen DNS-Vergleich. Was? So lange? Na gut, macht so schnell ihr könnt. Overbeck! Overbeck! Sind Sie irre? Kaum sind Sie hier am Drücker, haben Sie nichts Besseres zu tun, als Ihre Chefin einzusperren. Ist das hier ein Putsch? Sind wir in der Bananenrepublik? Für diese Maßnahmen gab es, und ich betone leider, hinreichende Anhaltspunkte. Das ist doch Blödsinn! Es gibt 1000 andere Verdächtige. Was mit dem Apotheker Auer? Haben Sie den überprüft? Dessen wahnsinnig eifersüchtiger Ehemann. Was ist mit den Callboys? Haben Sie die überprüft? Nein! Ihre Rolle in dieser ganzen Geschichte finde ich übrigens mehr als komisch. Aber verlassen Sie sich drauf. Wenn Sie gelogen haben, finde ich das heraus. Und jetzt brüllen Sie draußen weiter. Ich habe zu tun. Ja, ich dachte, so ein lustig, charmanter Mann für nette Stunden. Lustig. Inseriert als Clown für den Kindergeburtstag. Lass die Sau raus, Sydney. Aber ich dachte, ich bin der Kuscheltyp. Ja, aber da muss mehr rüberkommen. Mehr Verheißung, mehr Emotion. Ja, und wie wär's mit heißer Sexbär für geile Stunden? Nimm lieber leidenschaftlich als geil. Geil ist nicht gut? Geil ist zu direkt. Ja gut, dann heißer Sexbär für leidenschaftliche Stunden. Schon wieder privat? Nein. Das war geschäftlich. Du hast also gar nichts mit Georg gehabt, sondern mit einem Callboy. Wow. Wieso denn jetzt eigentlich ein Typ, der 20 Jahre jünger ist als du? Was ist denn das für eine doofe Frage? Glaubst du, weil man in einem bestimmten Alter ist, steht man plötzlich auf fette Bäuche? Für dich ist das im Moment noch kein Thema. Aber irgendwann mal drehen sich die Männer plötzlich nicht mehr nach dir um. Das ist ein sehr irritierendes Gefühl. Als ob man sich plötzlich in Luft aufgelöst hätte. Aber die Bedürfnisse sind doch noch dieselben. Ja, und da wollte ich einfach mal. Okay, war eine bescheuerte Idee. Pass auf. In der jetzigen Situation gibt es nur eine einzige Verteidigungsstrategie. Du musst um jeden Preis weiter leugnen, dass du es jemals mit dem Callboy zu tun gehabt hast. Einmal ist ab jetzt kein Mal, okay? Anna war mit dem Callboy im Hotel? Das heißt, du warst nur die Vorspeise und im Hauptgang, da hat sie dann mit dem... Das will ich mir gar nicht weiter vorstellen. Anna steht unter Mordverdacht. Sie braucht unsere Unterstützung. Trotzdem, an deiner Stelle wäre ich ganz schön sauer. Ich bin ja auch sauer, verdammt nochmal. Das ist ja wie so eine Art Vorband, wie die Typen, die ein paar schlechte Witze erzählen, bevor der Star des Abends kommt.
Ich erzähle keine schlechten Witze. Dann auch noch ein Professioneller. Ich meine, ich kenne ja jetzt das Business. Mensch, da geht's um knallharten Leistungssport. Ecki, wollen wir jetzt Anna helfen oder willst du weiter Salz in meine Wunden streuen? Ich wäre auch gern ein bisschen dezenter darauf hingewiesen worden, dass ich keine 20 mehr bin. Oder 40. Oder 50. Wie auch immer. Ich find's groß von dir, dass du Anna trotz all dem noch immer so hilfst. Also, was kann ich tun? Du musst noch mal zu den Callboys. Die dealen mit so großen Mengen an Potenzmitteln, dass von hier bis Bielefeld alles stramm steht. Von wegen orthogenes Training. Und ich muss wissen, was für ein Verhältnis Murat und Ingo zu Peter hatten, dem Mordopfer. Wenn ich Anna damit helfen kann. Na komm. Donnerstag, 10. September 2010, 14.53 Uhr. Vernehmung im Mordfall Peter Hübner. Sagen Sie uns bitte Ihren Namen. Was soll der Scheiß, Overbeck? Ihr Name bitte. Anna Springer. Hauptkommissarin Anna Springer. Frau Springer, schildern Sie uns bitte den Verlauf der Mordnacht aus Ihrer Sicht. Das habe ich schon. Aber es gibt deutliche Widersprüche zu meinen Ermittlungsergebnissen. Was von Ihren Ermittlungen zu halten ist, das weiß ich. Warum ist sie denn so biestig? Wollen Sie eine ehrliche Antwort? Lieber nicht. Glaubst du, einer von denen ist der Mörder? Die Möglichkeit ist nicht ganz auszuschließen. Sie sind auf den Überwachungsbändern des Hotels zu erkennen. Das bin ich nicht. Und warum haben Sie dann die Bänder heimlich gelöscht? Das hab ich nicht! Sie wollten vertuschen, dass Sie mit dem Lustknaben verkehrt haben. Sie sind Alice und damit die Einzige, die zur Tatzeit am Tatort war. Sie hatten die Möglichkeit und ein Motiv. Das sind bisher nur Unterstellungen. Sagen Sie, wie es wirklich war. Ersparen Sie sich die Peinlichkeit. Peinlich wird es für Sie, Overbeck, wenn sich alles in heißer Luft auflöst und Sie dastehen mit heruntergelassenen Hosen. Wo Sie gerade die heruntergelassenen Hosen erwähnen, wie oft haben Sie die Dienste der Agentur insgesamt in Anspruch genommen? Sie haben eine schmutzige Fantasie, Overbeck, und weiter nichts. Lassen Sie mich gefälligst in Ruhe. Holen sich einen runter. Anna! Ach, ist doch wahr? Was ist denn das hier für ein Affentheater? Da sind Sie doch dran schuld, Landau. Das weiß ich ganz genau. Sie wollten mich doch schon öfter loswerden. Ich weiß doch, dass Sie da sind. Wie Sie dastehen in dieser blöden Denkerpose mit dem Finger am Kinn und Schulz, der neben Ihnen steht und in der Nase bohrt. Aber dass Sie Landaus Terrier spielen, das ist eine wirkliche Enttäuschung. Was war jetzt mit Peter Hübner? Kam es zum Streit? Wollte er mehr Geld oder hat er Sie beleidigt? Anna! Wir werden ja gerade Zeuge, wie leicht Sie die Beherrschung verlieren. Sie können mich mal. Sie haben mir beigebracht, wie man Täter aus der Reserve lockt. Ich bin aber kein Täter, Sie Klappspaten! Meine Mandantin verweigert die Aussage. Sie haben keine stichhaltigen Beweise für Ihre Beschuldigung. Ich verlange, dass Sie auf der Stelle Frau Springer gehen lassen. Gut. Wenn Sie nicht gestehen wollen, dass Sie Alice sind, zwingen Sie mich dazu, den nächsten Schritt zu tun. Ich werde Sie dem Korber gegenüberstellen, der mit Alice verkehrt hat. Dann haben wir Gewissheit. Und bis dahin bleiben Sie in Arrest. Ach, Herr Schönsee, Ihr Buch ist endlich da. Moment. Haben Sie eigentlich schon was über den ermordeten Korber rausgefunden? Nee. Aber darum kümmert sich ja die Polizei. Ja, ich wollte nur wissen, ob, ich meine, der Tote, also der, hat der wirklich mit meiner Frau? Kann es sein, dass es Ihnen doch nicht so egal ist, mit wem Ihre Frau Sex hatte? Ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Arrangements funktionieren. Einer von beiden leidet doch immer. Wissen Sie, worunter ich wirklich leiden würde? Wenn ich mich auf meine Frau beschränken müsste. Ich meine, Sie wissen doch, wie chronisch untervögelte Frauen sind. Nee. Biestig, gehässig, desillusioniert. Hören Sie mal, was die Weiber können. Können wir doch schon lange, oder? Ich lade Sie ins Bordell ein. Da poppen wir uns mal richtig schön durch auf meine Kosten. Im Puff, in der Warendorfer Straße, ist heute Flatrate-Vögel. Ihr Buch. Für Sie 150.
Nein, komm, nicht im Sitzen, leg dich hin. Das Ding da hoch. Oh, komm, hilf mit. So. Und jetzt probier's mal. Musst du den Bullen in der Gegenüberstellung. Wieso das denn? Wegen Peter. Und es war ja klar, dass er irgendwann bei dir auftaucht. Was soll das denn heißen? Na, du hast den so geklatscht, dass er zwei Rippen gebrochen hatte. Ja, Georg, du hattest recht. Die Jungs hatten Streit. Murat ist derjenige, der Peter zusammengeschlagen hat. Ecki, jetzt beruhig dich erstmal und mach, dass du da wegkommst. Ich kümmere mich drum. Hey, wohin so eilig? Du hast doch noch gar nicht dein Training absolviert. Du kleines Päuschen. Ach, ist doch ganz gut gelaufen. Wenn du in der Mordnacht zum ersten Mal einen Callboy ausprobiert hast, hast du nichts zu befürchten. Naja, vielleicht war es ja nicht so ganz das erste Mal. Wie? Hat Overbeck wirklich was in der Hand? Nur so halb. Was soll das heißen? Ja, vielleicht habe ich ja wirklich die Überwachungsbänder gelöscht. Aber erstens war das Backup von miserabler Qualität und dann bin ich so gut wie überhaupt nicht zu erkennen. Sag mir bitte, dass ich gerade nicht richtig höre. Du hast Beweismittel manipuliert. Du hast uns alle angelogen. Und du hast es wirklich mit einem Callboy gemacht. Und? Wie war es so? Hallo, Schatz. Hallo. Du, ein Kollege wartet im Wohnzimmer auf dich. Kollege? Hm? Ich finde das schön, dass ich endlich mal jemanden von deiner Arbeit kennenlerne. Was wollen Sie denn hier? Sie und Murat, Sie dealen mit Potenzmitteln, die Sie von Ihrer ehemaligen Kundin Frau Auer beziehen. Zuerst war Peter mit von der Partie, dann hat Murat ihn krankenhausreif geschlagen, danach ging Peter nicht mehr mit zu den Deals und jetzt ist er tot. Vielleicht erklären Sie mir mal den Zusammenhang. Ich kann natürlich auch mit Ihrer Frau reden. Die weiß auch sicher Bescheid über Ihren lukrativen Job. Okay, warten Sie. Murat hat Peter nicht wegen der Pillen zusammengeschlagen. Sondern? Peter hatte was mit Murats Schwester. Da hat Murat rot gesehen. Und seine Schwester mit dem Callboy, das ging natürlich nicht. Die geht doch selber anschaffen. Murat hat seine Schwester zurück in die Türkei geschickt. Aber sie hatte weiter Kontakt mit Peter, das weiß ich. Vielleicht wollte er dieses Problem ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Lasst euch nicht stören. Danke, Schatz. Trauen Sie Murat zu, dass er Peter umgebracht hat? Na komm schon, Spacki. Die Wuggis kannst du gebrauchen. Und noch einen. Und komm hoch. Und komm. Ich krieg's nicht mehr hoch, hilf mir. Hochkriegen ist die Kunst in unserem Job. Bitte. Ja, komm schon. Reicht's. Guck mal, warum bist du nicht erreichbar? Ich habe einen Job für dich. Adam ist gefragt. Aber ich bin aus Sydney. Willst du ihr Geld verdienen oder nicht? Die Kundin hat sich auf Adams Anzeige hingemeldet. Aber die ist Erstkundin, da ist völlig wurscht, wer da hingeht. Wie, das heißt, ihr tauscht die Namen einfach so, wie es euch Spaß macht? Und jetzt bist du dran, also freu dich. Ja, aber da bin ich gar nicht drauf eingestellt. Außerdem krieg ich gerade einen tierischen Muskelkater. Ja, aber Ingo kann nicht und Murat entspricht leider nicht den Vorstellungen der Kundin. Du musst. Und die anderen? Welche anderen? Du gehst da jetzt hin und machst diese Frau glücklich. Muskelkater hin oder her. Ich zieh mich nur kurz um. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Wieso? Wird das komische Gefühl nicht los, dass der hier rumschnüffelt. Gut, dann fährst du ihn am besten ins Hotel und schaust, dass er kein Missbrauch. Ja.
Jana, was machst du für Sachen? Du hast mit Alex gesprochen. Mir hast du erzählt, du wolltest es nur einmal ausprobieren. Und es wäre nicht mal dazu gekommen. Warum vertraust du mir nicht? Warum? Stammkundin bei den Dream Boys ist ja gerade nichts, womit man bei seinen Freunden angibt. Ich glaube, ich kann jetzt alleine. Das glaubt man beim ersten Mal immer. Hier, Pornflex. Damit klappt's garantiert. Die kriegst du geschenkt und nächstes Mal zahlst. Ha? Aber einem Freund ist man wenigstens eine Erklärung schuldig. Es hat mir gefallen. Die Zuwendung, die Berührungen. Aber unser gemeinsames Abendessen lief doch ganz gut an. Georg, füreinander kochen. Gemütlicher Wein nach der Arbeit. Beziehungsgespräche. Das war alles nicht das, was ich wollte. Ich wollte ein Abenteuer. Sex, Georg. Es tut mir leid. Und das hat vor allen Dingen überhaupt nichts mit dir zu tun. Du bist ein wundervoller Mann. Aber du hast vollkommen recht. In vielen Dingen sind wir uns zu ähnlich. Und dann wird es sofort kompliziert. Immerhin kann ich dich noch überraschen. Dein Callboy Peter wurde kurz vor seinem Tod von einem seiner Kollegen zusammengeschlagen, weil er seine Finger nicht von dessen Schwester lassen konnte. Du meinst, das wäre ein Motiv? Es handelt sich um einen gewissen Murat Demir, aber den kennst du ja. Immerhin verfügt er über genügend Informationen, um einer Kundin einen Mord anzuhängen. Scheiße. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal über einen Mann stolpere. Und wenn, dann wäre ich am liebsten über dich gestolpert. Hey. Sei nicht nervös. Sie wartet in Zimmer 614. Gib's ihr, Cowboy. Reiz sie ein. Die ist heiß, Mann. Richtig heiß. Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, baby. My darling, I'm singing up your love, baby. Hofer? Oh Mann, die Schwuchtel. Was willst du? Keine Angst, Herr Demir, ich will ihn nicht an die Wäsche. Was dann? Ich weiß, dass Sie Peter Hübner zusammengeschlagen haben. Ich weiß auch, dass er ein Verhältnis mit Ihrer Schwester hatte. Ich frage mich, ob er deswegen tot ist. Ich habe ihm nur auf die Fresse gehauen und mehr nicht. Warum fällt es mir so schwer, Ihnen zu glauben? Hören Sie, als Peter umgebracht wurde, war ich erst beim Training und danach die ganze Zeit in der Abendschule. Abendschule? Ich mache da mein Abi nach. Auch so eine Abendschule ist irgendwann mal zu Ende. Danach waren wir alle zusammen noch in der Kneipe. Bis früh morgens. Das können Sie jeden fragen. Sogar der Lehrer war dabei. Darf ich? Ja, also, Herr Thalkötter, wir wollen doch beide nicht, dass sich diese kleine Episode herumspricht, oder? Gut. Ich kann schweigen.
Und Sie können das besser auch. Sonst tackern wir demnächst beide Altpapier beim Amt für Abfallentsorgung. Und jetzt? Ich habe Murats Alibi überprüft, ist leider wasserdicht. Das heißt, wir stehen bei null. Anna hat sich aber auch in eine beschissene Lage manövriert. Ich verstehe einfach nicht, warum sie... So ein Bedürfnis kennst du doch auch. Heißt nicht umsonst Leidenschaft. Morgen! Na? Du hast echt eine Fahne. Tja, hättest du auch, wenn du an meiner Stelle gewesen wärst. Wieso, wo warst du denn? Bei einer Kundin. Oh, scheiße. Sydney, der Kuscheltyp, hat zugeschlagen. Ich habe was Interessantes rausgefunden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Nicht, was du denkst? Nee, klar. War natürlich alles reine Recherche. Pass auf. In der Agentur sind überhaupt nur 3 Dreamboys beschäftigt. Oh, ich habe doch mindestens ein Dutzend Namen auf den Plänen gesehen. Tessa macht doch voll auf Großbetrieb. Mhm. Murat, Ingo und Mordopfer Peter haben ihre Dienste unter zig verschiedene Namen angeboten und fröhlich untereinander getauscht. Ich sollte gestern zum Beispiel Adam sein. Und nicht Sydney. Aber wenn Peter Hübner nur manchmal Adam war, dann sollte er vielleicht gar nicht das Opfer sein. Da gibt's nur eine, die wir fragen können. Tun sich selbst einen Gefallen und helfen uns, die Sache aufzuklären. Ich habe damit nichts zu tun. Ja, das kann ja sein. Aber deine Angestellten erpressen, dealen, morden. Vielleicht solltest du dein Geschäftsmodell noch mal überdenken. Aber ich weiß doch von nichts. Doch. Sie können uns zum Beispiel sagen, für wen Peter Hübner in der Mordnacht als Adam eingesprungen ist. Das war Ingo. Vielleicht sollte ja eigentlich der sterben. Die Polizei hätten wir raus. Klar. Aber wenn du eine gute Anwältin brauchst, du kriegst auch Rabatt. Rache ist doch am schönsten, wenn man sie kalt servieren kann. Naja, hat auch lange genug gedauert. Jetzt bin ich auf jeden Fall drüber weg über diese blöde Kuh. Immerhin scheint sie mit dem Mord nichts zu tun zu haben. Nee, deswegen ist sie jetzt die Unschuld vom Land. Jetzt sei doch mal fair. Sie hat professionell reagiert und uns eine Menge weitergeholfen. Professionell? Kompetent ja. Vielleicht auch ja. Noch? Das glaube ich jetzt nicht, dass du sie auch noch verteidigst. Aber ich will doch nur sagen, hey, dass ihr Männer seid doch alle gleich. Vielleicht sollten wir die tolle Tessa direkt heilig sprechen. Ja, denk mal auf den Marktplatz, Nobelpreis. Idiot. So sieht das also aus, wenn du über jemanden hinweg bist. Es ist alles bereit für die Gegenüberstellung. Wollen Sie sich das wirklich antun? Wir finden vielleicht eine interne Lösung. Ich meine, ohne die protokollierte Zeugenaussage Ihres Callboys. Habe ich das richtig verstanden? Sie wollen mich zu einem Geständnis erpressen? Nein, Frau Springer, ich meine es gut. Machen Sie Ihre verdammte Gegenüberstellung und benachrichtigen Sie meine Anwältin. Die wird Ihnen jetzt auch nichts mehr nützen. Da lang. Ich kenne den Weg. Hallo. Wahnsinn. Erst kriege ich nie einen seiner Kollegen zu Gesicht und jetzt kommen sie schon jeden Tag vorbei. Naja. Tut mir leid, Ingo ist nicht da. Ich bin eigentlich kein Kollege von Ingo. Mein Name ist Wilsberg, ich bin Privatdetektiv. Ich will Ihrem Freund helfen. Wissen Sie, wo er ist? Ich kann Ihnen das alles erklären. Darf ich reinkommen? Murat Demir? Ja. Oder sollte ich lieber Romeo, Juan oder Eros zu Ihnen sagen? Ich glaube, wir sollten uns mal unterhalten. Ich glaube, Ingo ist in sehr großer Gefahr. Ist Ihnen in letzter Zeit irgendwas Außergewöhnliches aufgefallen? Naja, ich kann mich auch täuschen. Naja, er ist in letzter Zeit ständig abends weg, weil er angeblich arbeiten muss. Aber ich glaube, dass er fremd geht. Und das gerade jetzt. Ich bin sicher, Ingo liebt nur Sie. Und machen Sie sich keine Sorgen. Ich passe schon auf ihn auf. Aber halten Sie Platz. Ich finde schon alleine raus.
Du, dein angeblicher Kollege war gerade hier und hat sich als Privatdetektiv geoutet. Kannst du mir bitte einfach mal sagen, was hier los ist? Ingo, hat das irgendwas mit diesen Unterlagen zu tun, die du mir gegeben hast? Gut, dann heute Abend, aber lüg mich nicht an, okay? Welche Unterlagen? Was machen Sie denn noch hier? Wenn Sie Ingo wirklich helfen wollen, dann müssen Sie mir vertrauen. Ich kenne Sie doch gar nicht. Warum soll ich Ihnen denn vertrauen? Weil bereits ein Kollege von Ingo umgebracht worden ist und ich im Augenblick der Einzige bin, der sich dafür interessiert. Ein Freund von Ingo umgebracht worden? Na, das wüsste ich aber. Ja, Sie wissen so einiges nicht. Also zeigen Sie mir die Unterlagen. Sie wollen doch, dass Ihr Kind einen Vater hat, oder? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ingo hat mir den Umschlag gegeben und gesagt, dass ich ihn gut verstecken soll. Kann ich das kopieren? Bevor wir nun zu Ihrer Bewertung kommen, kann ich nur sagen, wie enttäuscht ich von Ihnen bin. In meinem Amt, das muss ich deutlich sagen, bin ich anderes gewohnt. Frau Meierhofer? Also, ich bin alles andere als enttäuscht von Herrn Thalkötter. Ganz im Gegenteil. Ich habe eine mehr als befriedigende Performance erlebt. Herr Thalkötter macht seinen Job mit Leidenschaft. Er behält in komplizierten Situationen den Überblick und seine Standhaftigkeit. Auch bei Überstunden kann man gar nicht genug loben. Da muss man sich allerdings fragen, warum in Ihrer Dienststelle solche Qualitäten nicht erkannt und gefördert werden. Und warum gerade Sie, Herr Grabowski, sich so schofel gegenüber Ihren Mitarbeitern verhalten. Ja, das finde ich allerdings nicht. Da sind Sie jetzt ein bisschen streng mit Herrn Grabowski. Für seine Mitarbeiter regelt er, was er kann. Ecki, Herr Thalkötter. Entschuldigung, ein besorgter Steuerzahler braucht mich. Kein Problem. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Da haben Sie mir aber ein paar richtig krasse Topmodels hingestellt. Ist das schon der Recall? Herr Demir, mit welcher der Frauen hatten Sie... Also, welche war Ihre Kundin Alice? Die ist nicht dabei. Aber was ist mit der dritten von links? Ich protestiere aufs Schärfste, Herr Oberbeck. Sie wollen den Zeugen doch wohl nicht beeinflussen. Ich kenne keine von denen. War's das? Kann ich gehen? Ich war mir 100% sicher. Sollen die Damen dann noch bis zum jüngsten Gericht stehen bleiben? Vielen Dank. Sie können gehen. Alle. Sieht aus wie ein Businessplan. Moment mal, wenn das hier stimmt, sind die überhaupt nicht subventionsberechtigt. Das Papier beweist einen handfesten Subventionsbetrug. Aber wie ist Ingo denn an das Papier gekommen? Hat er es gefunden, gestohlen? Worum geht's denn überhaupt? Ein Einkaufszentrum. Jede Menge Geld. Das Aaron Ring Center. Kann ich Ihnen helfen? Schönsee ist der Hauptinvestor des Ahorn Ring Centers. Wahrscheinlich hat Ingo die brisanten Unterlagen bei einem seiner Schäferstündchen mit Frau Schönsee an sich genommen und Schönsee damit erpresst. Eine gute Möglichkeit, seine Familie zu finanzieren und aus dem Callboy-Geschäft auszusteigen. Aber Schönsee muss geahnt haben, woher das kommt. Deswegen ist er bei Tessa in der Agentur eingebrochen, hat aber da denselben Fehler gemacht wie wir. Er ist nämlich davon ausgegangen, dass der Callboy Adam immer ein und derselbe Kerl ist.
Wie, du meinst schön, sie hat seinen Erpresser umgebracht und ist dann Anna in die Schuhe geschoben? Ja, so könnte es doch gewesen sein. Nur leider hat Schönsee den Falschen erwischt. Das heißt, Ingo ist immer noch auf Erpressungskurs und Schönsee wird erneut versuchen, ihn umzubringen. Sag mal, warum hat denn Romeo plötzlich geschwiegen? Hast du ihn bestochen? Ich habe ihn nur gefragt, wie interessiert er an einem Verfahren wegen illegalem Handel mit potenzsteigernden Mitteln ist. Scheinbar hat er sich mit der Frage so intensiv beschäftigt, dass er dein Gesicht ganz vergessen hat. Ich bin fassungslos. Wo könnte der Mann denn sein? Keine Ahnung. Aber er hat seine Gummistiefel mitgenommen. Und das tut er eigentlich nur, wenn er in die Ziegelei fährt. Ich wollte Ihnen nur sagen, das ging nicht gegen Sie persönlich. Ja, ich würde jetzt gerne meine Arbeit wieder aufnehmen. Ich war mir so sicher, dass Sie das waren, auf dem Video mit dem Callboy. Mhm. Es tut mir leid. Hoppala. Oberbeck? Komm, lass uns das feiern. So eine Aktion gegen eine Kollegin muss gerechtfertigt sein, oder man spart sich das! Aber Sie selbst haben doch gesagt, dass... Da draußen ist der Feind! Hier müssen wir zusammenhalten! Ich bin enttäuscht von Ihnen, Oberbeck. Maßlos enttäuscht. Brauchen Sie die Auswertung der DNS-Probe noch? Danke. Ach nee. Auf die Freiheit. Anna? Du musst sofort zur Ziegelei in der Thibault-Allee kommen. Schönsee ist auch dort. Na klar kann ich dir das genauer erklären. Aber später. Okay, du Stricher. Hast du die Unterlagen? Haben Sie das Geld? Ich habe was viel Besseres. Unterlagen. Ich weiß, habe ich bei euch in der Schublade gefunden. Aber es gibt noch eine, die hat einen Privatdetektiv. Wilsberg, ja. Vielen Dank für die Info. Runter. Lassen Sie wenigstens meine Frau gehen. Die wusste davon nichts. Hättest du dir früher überlegen müssen. Runter. Runter! Begraben! Schönsee! Hören Sie auf damit! Geben Sie auf! Sie haben noch keine Chance! Schönsee! Schalten Sie das Ding aus! Die Papiere sind doch längst bei der Polizei! Sie bluffen. Peter Hübner!
Anna, meine Einladung steht noch. Einladung zu? Flasche Wein bei mir zu Hause. Habe ich da gerade was von Wein gehört? Da sind wir doch gern dabei. Ich trinke überhaupt keinen Wein. Wir können auch an der Tanke vorbeifahren. Auf die Freiheit. Jetzt Prost. Auf die Freiheit. Prost. 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 Overbeck, wer hat Sie denn eingeladen? Ich will gar nicht lange stören. Es ist nur... Es wurde eine Haarprobe gefunden. Die habe ich analysieren lassen. Meine Vermutung wurde bestätigt. Welche Vermutung? Die Dame ist nicht aktenkundig und hat eine interessante Biografie. Aber der Mörder ist ja gefasst. Und damit ist eigentlich auch egal, wer Alice war. Who the fuck is Alice? Und ich dachte, Sie entscheiden am besten selbst, ob das jetzt unbedingt ins Protokoll muss. Möchten Sie nicht doch ein Glas, Overbeck? So. Hol doch noch mal eine Flasche, Sydney. Put the ground.